Präsident Rose erwartet dich bereits. Du triffst ihn im Restaurant Wellenflucht, hier in Kilton. Oder Kilton? Hier hast du seine Ligakarte mit seinem Foto. Nur falls du vergessen hast, wie er aussieht. Sehr witzig. Der Liga-Präsident mag es nicht, wenn man ihn warten lässt. Bitte begib dich daher unverzüglich zum Restaurant. Okay, Prostituierte. Machen wir. Damit herzlich willkommen, liebe Leute, zurück. Ja, wir sollten ja zum Präsidenten. Das hatte ich schon wieder vergessen. Gut, dass er hier nochmal angekommen ist. Schon wieder gar nicht dran gedacht. Ja, hab ich auch schon wieder vergessen gehabt. Das war hier um die Ecke, glaube ich, ne? Hier. Und schau mal, was hier so abgeht. Jawohl. Willkommen mit dem Restaurant Wellenflucht. Ja. Das war's. Okay. Ey, wir was trinken. Gib mal mein Whisky rüber. Präsident Rose kommt ab und zu inkognito hierher, aber trotzdem wissen alle Bescheid. So, so. Genauso aus wie die Anfangsfrage. Ah, oh, du musst. Ah, Paven, komm, lass uns deinen Sieg gebührend feiern. Ach was, dich hat er also auch eingeladen. Oh, ihr kennt euch? Na wunderbar, aber setzen wir uns doch erstmal. Kilton ist berühmt für seine delikaten Meeresfrüchte. Daher lege ich euch ans Herz, eine der lokalen Köstlichkeiten zu probieren. Aber mal ganz unter uns, in diesem Restaurant schmeckt eigentlich alles ganz vorzüglich. Wie geht es übrigens Professor Magnolica? Ich hoffe doch bestens. Ich habe ihrer Forschung viel zu verdanken. Wie ihr wisst, stammt die Technologie hinter den Dynamax-Bändern, mit deren Hilfe man Pokémon riesengroß machen kann, von meiner Firma. Aber ohne Professor Magnolicas Forschung über die Wutsterne wäre dies das nie möglich gewesen. Ich weiß nur, dass ihr das Dynamax-Phänomen immer noch Kopfschmerzen verbrechen bereitet. Kopfzerbrechen. Sie hat offenbar noch viele Rätsel zu lösen. Sie denkt immer nur an ihre Forschung. Als ich zu meiner Reise aufgebrochen bin, hat sie mir sogar einen Energiequellendetektor in die Hand gedrückt. So versessen ist sie. Ein Energiequellendetektor? Das sind diese Geräte, mit denen es erstmals möglich wurde, Energiequellen aufzuspüren. Mit anderen Worten also Orte, an denen dank eines erhöhten Aufkommens von Galapartikeln Pokémon dynamaximiert werden können. Aber dass Professor Magnolica so frustriert ist, höre ich gar nicht gerne. Ich würde alles tun, um ihr zu helfen. Dann ja, du solltest dir unbedingt einmal die Schatzkammer von Klaus City ansehen. Ich bin davon überzeugt, dass der Schlüssel zum Geheimnis des Dynamax-Phänomens in der Geschichte dieser Region begraben liegt. Ich werde dafür sorgen, dass Fräulein Sania Einlass gewährt wird. Und verzeihen Sie mein Drängen, Rose, aber Ihr nächster Termin wartet. Schon? Aber ich hatte doch noch gar keine Chance, mit Paven zu sprechen. Die Gärtner da auch nicht. Nun gut, so bedauerlich es auch ist, es lässt sich wohl nicht ändern. Es war mir ein Vergnügen. Tschüss, schönen Tag noch. Ich weiß ja, dass er es gut mit mir meint, aber diese Schatzkammer kriegt auch viel Arbeit. Naja, wenigstens sollte ich dort ein paar neue Anhaltspunkte für meine Forschung über die Legende finden. Ich habe gehört, dass du dir den Wasserorden erkämpft hast. Glückwunsch. Kate zu besiegen ist kein Kinderspiel. Hier, nimm als Belohnung diese TM. Noch eine TM? Einzahlen. Brauchen wir nicht. Kate und ich sind gut befreundet. Vielleicht sollte ich mal bei ihr vorbeischauen. Bis die Tage, Arena Challenger. Tschüss, schönen Tag noch. Erno wieder. Du hast jetzt den Pflanzenhorn und den Wasserorden, stimmt's? Als nächstes müssen wir Kabu besiegen, den Arenaleiter von Engine City. Aha, also müssen wir zurück. Aber ich habe brandheiße Insider-Infos über Arenaleiter Kabu für dich. Er legt nämlich gerade in der Galamine 2 ein Sondertraining ein. Wenn Kabu nicht in seinem Stadion ist, zieht uns fürs Erste nichts nach Engine City. Warum schauen wir nicht mal in der Galamine 2 vorbei? Sondertraining ist genau mein Ding. Okay, machen wir. Alles klar. Müssen wir unsere Pokémon erst heilen oder sind sie direkt nach dem Ding geheilt? Schauen wir nochmal. Die sind geheilt. Oh, okay. Hey.
Quatsch, ist einfach ein Weg. Aber warte mal. Ich würde aber das Team gerne nochmal ändern. Achso, ja. Und ich weiß immer noch nicht, wie man die mobilen PC-Boxen benutzt. Ja, ich habe das auch noch nicht so ganz begriffen. So. Dann das Scutini ist ineffektiv. Das packen wir mal wieder Kamel, raus. Kamel. Ja, ich würde erstmal so das normale Team wieder machen, quasi. Foxel packen wir erstmal raus. Den Waggon wieder. Und so würde ich das mal lassen. Okay. Wo das Feuer ist. Ja, kann das so bleiben. Mal Melu erstmal vorne lassen. Wir sind ja eh erstmal in der Mine jetzt unterwegs. Was soll ich mal Kamel? Ich drück mal eine Falschtaste. Kamalm heißt es, ne? Kamalm, ja. Miau! Ich hatte die Leute um. So. Halt, wir können auch in den Leuchtturm rein. Echt? Ich glaube, da ist die Absperrung. Ja, siehst du? Nee, doch, die ist noch da. Schade. Da wird vielleicht anders. Aber hier waren wir noch nicht. Oh, stimmt. Hier könnte man angeln. Oh ja, guck mal. Oh, hier ist ein Baller. Ein Baller. Guck mal. Netzbälle. Ja, wahrscheinlich, wenn man hier angeln kann. Ja, geil. Ist hier sonst noch was? Nee. Gibt's denn hier neue Wasser-Pokémon zu angeln? Oh, das ist zu viel Geduld. So, ja, stimmt. Jetzt. Das wäre neu. Das ist kein neues. Lampi. Nein, mein, für das Flüchten jetzt mal vernünftig. Ja. Okay. Dann haben wir hier. Ja, heute noch. 3, 2, 1. Nee. Ja, Lampi. Dann Lampi. Na gut. Dann nicht. Aber da ist noch nie. Da ist noch nie. Ja, aber ich will jetzt nicht alle abgrasen. Ich müsste das unbedingt. Das ja, gut, ein Loch. Ist auch noch einer. Ja, hier oben sind auch noch welche. Oh, das ist der neue. Viel cooler, ja, stimmt, das haben wir in der Arena. Dann kann man jetzt auch versuchen zu fangen. Dann schauen wir mal. Weil das ist ja auch Wasser. Ja. Und ne, wir gehen ja zur Feuerarena. Kann also nicht schaden, das mitzunehmen. Das stimmt. Was mir das aussehen anders. Ein Fluchtwerk. Probieren wir erstmal ein paar Pokebälle. Das hat nicht geklappt. Wie steht's denn um die Gesundheit von dem Blut? Wie steht's denn um die Gesundheit von dem Blut? Hälfte. Gerade haben wir noch irgendwas dabei, um den Status zu ändern. Ne, haben wir jetzt alles rausgepackt, okay. Na gut, dann. Obwohl. Aquaknarre können wir noch auffeiern. Ja, dann nochmal eine, dann müsste es im roten Bereich sein und dann probieren wir nochmal. So, das sieht doch besser aus. Oh Mann. So. Das gibt's doch nicht. Was ist denn hier so schwer, Pokémon zu fangen? Was ist denn da los? Das ist ein sehr widerspenstiges Pokémon. Na? Oh, oh. Maul. Ach, das ist
Ja, dann. Super. Oder Netzball oder Netzball? Netzball, nimm den Netzball. Weil auch direkt ausgebrochen. Was ist denn das, ey? Das ist ein dämlicher Fisch. Das ist ein Überfisch. Der OP-Fisch. Over 9000. Raus. Das ist ein Köderball. Köder und oder Netzball. Was sagen Käfer-Pokémon zu sagen? Die an einer Angel hängen, ja. Aha, aha. Dann nehmen wir den nochmal. Von Balduin. Balduin, gib uns die Kraft. Baldrian. Dieses Picuda zu fangen. Balduin, ah. Enttäuscht uns. Oh, oh nee. Probieren wir doch mal den Netzball. Schade, wir hatten nur einen Köderball. Ja. Es kann doch nicht sein, dass das Mistvieh so schwer zu fangen ist, ey. Ist doch kein Dratini. Geht doch. Gott sei Dank, meine Güte. Junge, 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 Junge. Was eine Geburt. Nehmen wir auch gleich mit, oder? Anstelle von. Wir trainieren, meinst du? Schon mal? Ja, halt auch, weil, ne? Weil wir ja Richtung Feuer jetzt unterwegs sind. Sein spitz zulaufender Kiefer ist sein ganzer Stolz. Er blickt es etwas, das sich auch nur ein bisschen bewegt, setzt es geradewegs zum Stoßangriff an. Junge, Junge, Junge. Wen packen wir denn dafür raus? Ja, eins von den dreien hier. Muss sagen. Ja, das ist cool. Ich weiß nicht, wie der Detektiv hier geht. Ja, dann würde ich Gaunux, glaube ich, rauspacken, weil Porenta haut ziemlich rein. Okay. Ne, das können wir drauf lassen. Mhm. So. Cool. Das ist ja hier doch noch gelohnt. Ja. Miau. Dann war es hier nach rechts. Mhm, glaube ich. Nein, mit Getöse. Ui, was ist denn hier los? Oh. Was ist das denn? Das kann ich auch noch nicht. Ach, Reißlaus. Ja, doch. So. Doch, doch, das kenne ich. Das ist kein Neues. Okay, dann fliegst du die Flüchten, oder wie? Du verflüchten. Okay. Oder ist auch noch. Da kann man auch angeln. Schauen wir doch mal, was hier drin so gibt. In der Höhle angeln, ne? Vielleicht auch ein Reißlaus. Eine Schmerbe. Schmerbe. Ja, gut. Mag Schmerbe nicht wissen, dass er nicht. Ja, jetzt auch so nicht so der Fan von. Oh, er nun wieder. Sagt er auch. Kämpfe gegen minderwertige Gegner sind eine unerträgliche Zumutung für meine Pokémon. Ich selbst bin auch nicht in der Stimmung, mich auf dein Niveau herabzulassen. Aber Schwächlinge wie dich in ihre Schranken zu weisen, ist irgendwo auch ein Akt der Gnade. Wenn du dir tatsächlich einbildest, mich besiegen zu können, hast du meine Erlaubnis, mich zum Kampf herauszufordern. Also, was sagst du, Schwächling? Ja, okay. Ich wurde von Liga-Präsident Rose persönlich auserwählt. Was ich verliere, ist völlig undenkbar. Das hat auch schon mal Metzger gesagt. Man hat völlig verkackt. Und davor hat das auch schon gesagt. Hat er einen Pokémon mehr? Ich weiß gar nicht. Auf jeden Fall immer noch Monozyto. Aber Gaunux natürlich rausgepackt, ne? Was ist denn hier am stärksten? 70, 40, 60. Alles klar. Erstmal eine Kopfnuss. Bap. Jawohl. Ein paar Fortschritte hast du wohl gemacht, aber wirklich nur ein paar. Oh, da kann schon. Ja, ist egal. Kann schon Psystrahl. Level sind aber immer wirklich mehr geworden.
Passt sich daraus auch ein bisschen an den Spieler an? Nee, das glaube ich nicht. Das war noch nie so. Okay. Ja, stimmt, er hat einen Psycho-Pokémon. Mach mal den am besten. Kampf? Nee, Kampf ist gar nicht gut. Überheblichkeit zieht nicht viel ab. Ja, war dumm, Gaunux rauszupacken. Wir haben genau das Falsche rausgenommen. Ja, wir wussten noch nicht, was kommt. Wir haben ja nur den Feuerding im Krieger. Ja, trotzdem. Aquaknarre müsste eigentlich mehr machen als. Ah, wir haben noch Whirlpool bekommen. Ja, das hätten wir beibringen sollen. Ah, Mann, ey. Naja, müssen wir uns halt so durchkämpfen. Geht auch. Gehen wir mal raus hier. Machen wir einen Round. Ist ja noch nicht Kampf zum Glück. So, und dann. Ja, Nitrolano. Ja, das sieht doch gut aus. Dann müsste das auch weg sein. Toll. Was hat er noch gehabt? Ah, dieses komische Käfervieh, glaube ich, ne? Hat er, glaube ich, auch gehabt. Mhm. Ja, ich weiß nicht mehr. Nova. Ach, das Ding, ja, stimmt. Mhm. Oh, auch mit zwei Schlägen weg. Da wir nun schon kämpfen, könnte ich ein paar neue Attacken ausprobieren. Dann zeig doch mal. Das ist keine neue Attacke. Mhm. So. Und sein letztes ist ein Ponita. Oh, Ponita. Ponita ist hier Psycho, oder? Was ist hier? Hat sie eine neue Form bekommen? Hm. Ausgezeichnet, wie du meine Pokémon da in die Enge getrieben hast. Oh, Tatsache. Ach, das sieht ja ganz anders aus. Das sieht ja richtig cool aus. Ist trotzdem noch Feuer? Mhm. Das sieht ja richtig geil aus. Mhm. Ach komm schon. War nicht dein Ernst jetzt. Ah, okay, sehr gut. Nee, ist nicht mehr Feuer. Mhm. Ist tatsächlich nur Psycho. Krass. Auch keine gute Verteidigung. Sieht sehr hübsch aus. Ja, sieht echt gut aus. Jawohl. Und noch einmal. Jawohl. Mhm. Sehr gut. Damit haben wir Betis mal wieder in die Schranken gewiesen. Und Melu geht auf 23. Du hast dir ein bisschen Mühe gegeben, also dachte ich mir, ich lass dich mal gewinnen. Mhm. Ja, nur wieder, ey. Bist du ein Fuß besiegen? Na schön, ich korrigiere. Ein Schwächling bist du nicht. Dafür aber ein Schwachkopf. Zu glauben, dass du die Arena-Challenge bestehen könntest, ist reiner Schwachsinn. Hier hast du schon mal einen kleinen Trostpreis. Aha. So, jetzt habe ich aber wirklich Wichtigeres zu tun. Mal sehen, wo könnte ich als nächstes auf die Jagd nach Wunschsternen gehen? Oh, wie wir lachen. Vergrinsen. Ich würde sagen, es ist Zeit für einen Besuch im Pokémon-Center. Ah, es ist, glaube ich, hier in Chalelos. Ja. Ah, okay. Ist auch nicht neu. Sah nur gerade so komisch aus mit den Farben, aber... Dies ist auch nicht neu.
Hier ein Dings, was Ash auch hat. Ja, ich weiß, was du meinst, aber ich komme nicht auf den Namen. Das ist auch nochmal. Ja. Ja, weiß ich auch gerade nicht. Das weiß ich auch gar nicht. Zurokex. Zurokex, ja, genau. So. Dann heilen wir mal durch. Der Fisch passt da irgendwie überhaupt nicht ins Bild. Ich wüsste gerne, ob der sich entwickelt und so was. Bestimmt, also. Hoffe ich doch mal für den Fisch. Ansonsten ist er ziemlich useless, glaube ich. Also erinnert mich irgendwie an Barracuda. Ich glaube, das soll auch sowas eigentlich erfahren. Ja, kann gut sein. Dip. Da mal ein Kamm. Schauen wir mal erstmal, was er hat. Mein Pokémon ist heute total übermütig. Wir müssen mal kurz an ja, Dampf ablassen. Mein Pokémon, das heißt ja wohl nur ein. Martin. Der Muddy. Waggon hat er, okay. Ja, das ist sehr gut. Wieder nicht Wirbel beigebracht. Oh, das machen wir jetzt gleich nach dem Kampf. Ich erinnere dich nochmal dran. Ja. Kampfantrieb? Ach so. Ja, steigt drastisch. Ja, das ist gleich. Also kannst du jetzt zweimal angreifen quasi, weil es jetzt schneller ist. Aber ist auch egal. Das zieht ja null ab. Oh, kriegt es die Boost? Kriegt es die Boost? Nee. Hätte ich mir auch nicht geholfen. Der Waggon. Unser Waggon ist auch auf 23. Jo. Ja. Nach dieser Niederlage ist der Übermut verflogen. Oh, Whirlpool reiten. Whirlpool. Whirlpool. Einsetzen. Oh, die Kuda kann das auch anlegen. Natürlich. Komm. Macht Sinn. Ja, macht das auch. So, weg mit der Atmosphäre. Kann man das auch gleich dem Kuda beibringen? Ja. Mal gucken, was der überhaupt für Attacken hat. Er ist ja nur Stärke 35. Wird für 4. Ach so, das ist die Attacke. Was, oh, jetzt habe ich Aquaknarre weggemacht. Jetzt ist Melu völlig useless. Scheiße. Oh nee, ey. Das ist ja bitter. Oh. Schade, ich dachte, das wäre eine effektivere. Dachte ich auch. Schade, Mist. Natürlich richtig doof jetzt. Heldswurf können wir mal mit reingehen. Heldsgrab. Ah, weiß ich nicht. Weiß ich auch nicht. Das kann halt bis zu 100 abziehen. Das ist aber safe 60. Haben wir auch noch Kopfnuss? Nee, das passt schon so. Okay. Haben wir halt keine starke Wasserattacke. Oh, vielleicht kommt ja noch eine. Greifen wir halt einfach mit Kopfnuss an, das passt schon. Wir sind gerade über den Ball rübergelaufen. Was ist das denn? Wunschlick. Ach so. Aber auch Gala-Form. Der komisch auch. Wunschlick hat eine Gala-Form bekommen. Okay. Da muss ich aber ganz schnell los. Irgendwie über so ein Ball drüber gelaufen. Also guck, da ist noch ein Ball. Ja? Nee, das sind nichts. Ach so, das ist so, doch. Ach, das ist das. Ach so. Ach, das ist wünschlich, wenn das. Das tut so, als ob, wa? So ein Banause. 25, ey. Das geht ihn ab. Wollen wir mal kämpfen? Ach so, das ist eine Frau. Ich habe keine Lust mehr auf Arbeit. Also lass uns kämpfen. Dann zeige ich dir mal meine Muskeln. Das ist eine Frau. Das hat lange Haare. Ja.
Ich musste auch erst zweimal gucken, so von der Seite war das komisch. Ein Kieseling. Kieseling. Tja. Okay. Das ist nice. Die ist trotzdem eine gute Wasserattacke anscheinend. Auf jeden Fall finde ich, das ist im Wirbel gefangen. Cool. Okay, dann ist es vielleicht doch nicht, gar nicht so schlecht. Ja, also. Auf jeden Fall nicht schlechter als Aquaten, aber na, dann passt es doch. Ja, dann ist okay. Auch die ganze Zeit an Kaskade gedacht, irgendwie. Ja, irgendwie warum. Und den können wir einfach zerfüttern. Pflücken wir mal. So. Da pflückt. Und tschüss. Kranowitz, ey, ja, 25. Bin gespannt, wann er sich zu Paramor. Kramor? Kramor entwickelt. Kramor. Also, für Pokémon-Kämpfe braucht man wohl andere Muskeln als auf der Baustelle. Ja, das ist richtig. Gehirnmuskeln. Gehirnmuskeln. Griffklaue. Verlängert die Dauer von Klammern. Okay. Das brauchen wir nicht. Nein! Oh, das war knapp. Oh, was ist hier los? Team Yelvi am Stissel. Ey, hast du mal eine Minute? Du nimmst doch auch eine Arena-Challenge teil, stimmt's? Manometer, ein echter Arena-Challenger, das schreit nach einem Kampf. Hey, was ist denn hier los, Pelvi? Ist das dein Fanclub? Du bist ja bald fast so beliebt wie mein Bruder. Sag mal, geht's eigentlich noch? Wir sind gerade mitten in einem tiefsinnigen Gespräch mit dem da. Ja, sehr tiefsinnig. Mhm. Macht Platz für Hopf. Hopf. Hopf wäre gesprungen. Künftigen Champ. Boah, guter Witz. Nur schade, dass er nicht lustig war. Wenn das nicht lustig genug war, können wir gerne kämpfen. Einem echten Trainer zaubert ein guter Kampf sofort ein Lächeln aufs Gesicht. Lass uns zusammen kämpfen, Paven. Bist du bereit? Ja, na sicher, na, immer. Klar. Unsere Empfehlung für die Arena-Challenge stammt vom Champ höchstpersönlich. Wenn ihr nicht wisst, was das bedeutet, müssen wir es euch eben zeigen. Dann passt mal schön auf. Wir zeigen euch, wie hart es bei der Arena-Challenge zugeht. Was tun diese Knieche sich einfach zusammen? Unser Plan war es doch, hier zu warten und einen Challenger nach dem anderen abzuservieren. Tja. Ja. Geradax und Gaunux. Also nicht mehr Zickzack, sondern schon die Weiterentwicklung. Ja, dann. Nachthieb. Das ist ein Volltreffer, okay. Ja. Das war ja heftiger Schaden. Das sieht nicht viel ab. Oh, es boostet sich nach oben. Das wird gefährlich. Oh, das ist kein Doppelkick. Sehr gut. Schön gemacht, Wolli. Jawohl, das sieht gut aus. Wie die auch im Takt da beide den Kopf wackeln. Mhm. Beide synchron. So, dann machen wir mal Felsgrab. Ich werd geschleckt. Jawoll. Was war's mit Gaunux? Hat jetzt Wolli auch jetzt gedacht. So, jetzt sowieso. Ja, der Whirlpool war ja auch noch bekommen. Das wäre so oder so gestorben. Rone 24. Agilität brauchen wir in dem Fall nicht. Geoparda, okay. Ah, Gatze. Ich finde das Pokémon schön. Ja. Obwohl ich kein Katzenfan bin. Ist schön. Machen wir da mal Whirlpool drauf. Kann Tackle nicht mal einsetzen? Oder kann nur noch Tackle einsetzen? Weiß ich gerade gar nicht.
Ah, ist eh tot jetzt. Musst du das jetzt retten oder darf er noch eins einsetzen? Der andere hat noch eins. Achso, du meinst Top. Der müsste noch eins haben. Noch Pokémon. Ja, nee, der müsste gleich noch eins reinschicken. Da kommt Kranowitz. Das haben wir auch. Das haben wir auch. Natürlich das Maximum an Treffern wieder rausgeholt. Das zieht nicht viel ab. Aber das zieht viel ab. Bumm. Weg mit Cleopatra. So, dann dürfte der auch besiegt sein. Ah, der passt. Ja, der linke ist besiegt. Schauen wir mal, was der zweite noch hat. Ui, das war knapp. Schöner Volltreffer. So, das heißt, es ist 2 gegen 1. Zumindest für kurze Zeit. Mhm. Was ist hier? Die Überreste machen gute Arbeit. Ja, das stimmt, ja. Geht immer dann wieder nach vorne. Oh, Pam Pam, ja, da müsste der Pflücker ordentlich reinhauen. Oh, wieder ein Whirlpool. Aha. Das müsste weg sein. Ah, oh, ganz knapp. Aber oh, vielleicht durch einen Whirlpool? Oh ne, ersetzen wir einen, okay. Und weggekickt. Jetzt vielleicht. Jawohl. Ja. Perfekt. Vielleicht. Ja. Waggon auf 24. Wie cool da. 24. Taucher. Das soll sich Schaufler nur als Wasserattacke. Ah. 80 Schaden. Okay. Schau mal. Ja. Nehmen wir mit, würde ich sagen. Ja. So, und zweimal eine Runde warten, aber was soll's, die KI ist ja dann nicht so schau und wechselt dann raus oder sowas. Ja. Jetzt könnten wir selbst einen Fanclub gebrauchen, der uns wieder aufbaut. Vielleicht hätte ich eine Chance gehabt, wenn ich dich mit einer Tröte erschreckt hätte. Na klar. Nicht wirklich, Alter. Jetzt check ich das erst. Dieser Knilch ist der kleine Bruder des Champs. Läuft's, hätte ich nur noch auch so einen tollen großen Bruder gehabt. Wenn es darum geht, die Flug zu ergreifen, macht Team Yell so schnell keinen was vor. Ab durch die Mitte. Du bist einsame Spitze, Paven. Aber kein Wunder, du bist ja auch mein Rivale. Aber von Kabu fehlt immer noch jede Spur. Wo steckt dieser Typ bloß? Da hilft nichts. Gehen wir noch ein Stück weiter. Vielleicht finden wir ihn ja tiefer in der Mine. Da hätten wir jetzt aber nochmal auf eine Abwägung. Ne? Ja, aber ich will trotzdem erstmal hier weitergehen. Oh. Kamalm, das noch ist ein Item. Item. Sternstück, das gibt wieder Geld in die Taschen. Was ist denn ein Item? Kommst du jetzt an einem Frühstück vorbei? Ja, das liegt wieder schlafen. Das ist ein Trainer. Mit meiner Dampfkraft kann ich jeden Gegner davon pusten. Dampfkraft? Bahnangestellter Manfred. Okay, müsste Whirlpool ja eigentlich relativ gut sein. Wie verfehlt, was soll das denn? Hä? Oh Melu, mach nicht diesen. Was soll ich machen? Jetzt aber. Es zieht halt überhaupt nichts ab. Die Überreste machen das gleich wieder weg.
Jawoll. Das sieht gut aus. Oh ja, voll. Ja, greifen wir einfach nochmal an und dann passt das. Da brauchst du auch gar nicht deine Klauen zu wetzen, das bringt dir nämlich nichts mehr. So. Was hat er noch? Oh, nix. Alles klar. Okay. Alter. Hast du reingehauen? Das war wirklich sehr effektiv. Du hast ja ordentlich Dampf drauf. Kann man so sagen, was? Das sozusagen kann man so sagen. Aha. WTM? Aha. Sandgrab. Ah, oh, wann findet man mal vernünftige TMs? Hm. So, ist jetzt hier irgendwo dieser Dude? Was ist denn das hier? Aha. Hä? Da los! Ja, der Dude. Team Yell, ich bin euch ja dankbar dafür, dass ihr mir bei meinem Training zur Hand geht. Aber einen Waggon bei der Arbeit zu stören, ist völlig inakzeptabel. Wir wollten es doch gar nicht stören. Wir sind riesige Fans von Waggon. Lass stecken, Alter. Nach dem Kampf gegen den Typ bin ich zu platt, um mich weiter mit ihm zu streiten. Lass uns eine Biege machen. Wenn sie wirklich Fans von Waggon wären, hätten sie es nicht von der Arbeit abgehalten. Oh. Kabu, Mann, wie sie die zwei eben abgefertigt haben, war einfach genial. So stelle ich mir einen Feuerarena-Leiter vor. Ah, ihr müsst Hop und Paven sein, die beiden Trainer, denen Delion eine Empfehlung geschrieben hat. Ich wollte die Zeit, bis die ersten Challenger in meinem Stadion auftauchen, sinnvoll nutzen und habe hier noch ein wenig trainiert. Hier in der Galamine 2 gibt es viele Pokémon, die dem Typ Wasser angehören. Das ist der ideale Trainingsort für jemanden wie mich, der auf Feuer-Pokémon spezialisiert ist. Aber es wird langsam spät. Wenn ihr die Mine verlasst und geradeaus weitergeht, gelangt ihr nach Engine City. Ah, achso. Quartiert euch dort im Hotel ein und ruht euch gut aus, damit ihr in Topform seid, wenn ihr gegen mich antretet. Du solltest auch langsam umkehren, Waggon. Komm, ich bringe dich nach Hause. Oh. Morgen heiz ich euch ordentlich ein. Aber ich würde sagen, wir heizen ihm morgen ordentlich ein. Mhm. Beziehungsweise wir kühlen ordentlich ab. Stimmt, ja, stimmt. Mein Bruder hat mir mal erzählt, dass sich viele Trainer an Cabo die Zähne ausbeißen und dann aus Frust die Arena-Challenge hinschmeißen. Aber wir werden schon noch sehen, wer hier wen einheizt. Oder abkühlt. Mhm. Sagen wir noch einen Cut weitermachen, ne? Ja, wollte ich. Sag doch, morgen. Morgen heizen wir ihm ein. Das Waggon von eben war bestimmt hier, um einen Pokéjob zu erledigen. Du weißt, was Pokéjobs sind, oder? Nee. Ist mir neu. Puh, na gut, da muss wohl oder übel der zukünftige Champ ran und dir das erklären. In einem von Delions alten Notizheften stand das ungefähr so erklärt. Irgendwelche Firmen oder Leute suchen nach Pokémon, die ihnen bei verschiedenen Arbeiten, sogenannten Pokéjobs, unter die Arme greifen. Die Ausschreibung findest du bei Rotomina in jedem beliebigen Pokémon-Center. Okay. Okay, vor uns liegt Engine City. Mann, bin ich alle. Ich werde mich im Knuspielen erstmal richtig schön aufs Ohr hauen. Schließlich steht morgen der Feuerarena-Leiter Kabu auf dem Plan. Okay. Ja, liebe Leute, das ist ein Mogelbaum und Nocturne Smogon. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und bis morgen. Tschüss.